Hallo, der Marc von Bissing Stühlwienischen. Bei mir sitzt die Berna. Hallo. Grüß dich, Marc. Und dann haben wir noch die Esra. Esma. Esma. Kommen wir ins Bild. Das ist die gleiche, quasi. Die Klon, die zwei. Zwillinge, es ist immer wieder schön, Zwillinge zu haben. Ja? Die stechen sich aber leider keine gleichen Piercings. Die kommen mit zwei rosa Rucksäcken rein, mit zwei gleichen Jacken, gleiche Hosen, gleiche Shirts, alles gleich. Ja? Geht ins gleiche Piercingstudio, aber geht mit zwei verschiedenen Piercings raus. Ich bin immer noch sehr, sehr traurig darüber. Egal. Dir machen wir ein Unterlippenlabrett mittig für einen Ring gestochen und dir machen wir einen Nasenring. Gut. Aber ihr könnt ja immer noch irgendwann du den Nasenring machen und sie das andere hat auch wieder beides. Ja, dann schlafe ich ja wieder ruhiger. In eigener Sache, ganz wichtig, am 22.11. ist die Austrian Video Awards in Wien in den Gösserhallen und wir sind nominiert für die kreativste Influencer-Kampagne und hoffen, dass wir einen Award bekommen. Das wird natürlich letztlich eine Jury entscheiden, nicht wir, und sind gespannt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere Fan vielleicht am 20.11. abends ist, wenn der Red Carpet ist und ich da drüber latsche, dass da auch immer die Leute mal rufen, wenn ich laufe und nicht ich drüber gehe, als ob ich da echt nur den Teppich kehren würde. Also wäre schön, wenn der eine oder andere sagt, Mensch, ich komme da hin, 22.11. ab 19 Uhr bis 20 Uhr ist der Red Carpet und da der eine oder andere sagt, hey, hallo Marc, vielen Dank für jeden, der kommt, vielleicht kommen wir sogar die Zwillinge, schauen wir mal. Ansonsten ist am 23. und 24. die Vienna Comic Con, auch da kann man kommen, da gibt es ein Gewinnspiel bei uns, da kann man an unserem Mystery-Rad drehen und kann dann auch Piercings gewinnen. Ganz einfach, man sagt, was man möchte, dreht dran, wenn das kommt, was man gesagt hat, hat man gewonnen, kriegt dann nicht auf der Messe, auf der Con das Piercing, sondern kurz darauf hier im Studio dann, weil wir arbeiten natürlich nur im Studio. Ja, und natürlich könnt ihr Autogramme holen, Hallo sagen, Selfies machen oder einfach mir die Hand schütteln und mich fragen, wenn ihr was fragen wollt. So, soviel in Eigenwerbung und dazu vorab. So, ja, Glitzer haben wir gesagt, nein, oder doch? Nein. Dann würde ich das betäuben, haben wir auch gesagt, wollen wir auch. So, jetzt machst du die Lippe recht taub und den Mund natürlich innen drin auch. Das heißt, du wirst gleich merken, dass das, weil es die Zungenspitze alles ein bisschen tauber wird und dann auch immer mehr oder immer weniger zu spüren ist. Setz dich bitte mal so hierher. Schräg rüberdrehen. So, am besten ist, glaube ich, für dich, erstmal, wenn du dich dahin stellst, dann auch mal, dann also filmst du ja auch noch, dann hat man nämlich, dann hast du nachher auch eine ganz gute Perspektive. So. So. Aber es hat schon eine eigene Zwillinge, ne? Ja. Schon. So. Also, sind sehr gleich. Und was ist bei euch sonst so gleich? Wir spielen dasselbe. Okay. Selben Hobby, selben Crime. Seid gleich schlau? Nein. Nicht? Wer ist schlau? Sie. Seid euch doch einig? Ja. Okay. Gibt es also, nein, ich bin's. Okay, wer ist die Erste? Du. Ich bin älter. Wie? Warum meinst du das? Ja. Ich bin sie ist älter. Du bist die Erstgeborene? Ja, genau. Okay. Jetzt gedacht, na gut, aber da gibt es keine Regeln. Ja. Aber was studiert ihr? Ja. Ja. Auf Deutsch und Englisch. Auch in gleichen Fächern? Ja. Na ja. Und Essen auch das gleiche so? Ja. So ziemlich alles. Und Filme, Musik? Schon alles gleichzeitig, also gemeinsam. Okay. Naja, wohnt ihr auch zusammen? Doch bei den Eltern, also ja. Wir haben ein Zimmer. Okay. Naja, das ist so eine richtige, aber sagen wir dann, das ist gar nicht so leicht, wenn er mal euch dann, glaube ich, dann trennt, oder? Und Familien so ja, angeht, oder? Wenn man dann immer mal einen Freund und dann mal woanders wohnt und sowas. Das ist schwierig. Ich hatte schon, Zwillinge, die hatten dann auch Zwillinge als Freund. Okay. Weil die haben gesagt, das hat einfach, das verstehen halt die natürlich besser. Genau, als jetzt, wenn es so wirklich so eine ganz enge Bindung ist, ja, als jetzt jemand anderes, der versteht es dann noch nicht oder wird dann oft auch eifersüchtig oder beleidigt oder sonst was. Das war einmal ein lustiges Pärchen, ja. Die waren wirklich Zwillinge mit Zwillingen, die haben auch zusammen gewohnt zu füttern. Also, war voll lustig, ja. Aber klar, ich glaube, es können nur Zwillinge mit Zwillingen sonst andere werden verrückt werden. So, Mund mal zumachen. Ich zeige mir das mal an. Wir richten uns der Maske die nach der Oberlippe. Weil die uns natürlich bedingt irgendwo schon die Mitte vorgibt. Du kannst eigentlich nur nicht filmen, du musst noch nicht filmen. Also du kannst gerne, aber eigentlich ist es
Doch, zu früh. Also du willst ein 10-Minuten-Video haben. Ja. So wie wir. Da darfst du gerne machen. Aber wenn du einen schlechten haben willst, dann warten wir. Jetzt musst du eine Stunde vorspulen, um die Pyramide zu sehen. Und mal zumachen. Mhm. Als Linienleser lese ich mir jetzt mal kurz eine Linie auf dein Gesicht. Ja. Gut. Dann schaust du im Spiegel mal an. Mhm. Wenn du den Mund zumachst, wir gehen quasi vom Lippen, schau mal im Spiegel, von hier vom Lippenherz, also vom Lippenrot, mhm, runter und denken uns da quasi eine gerade Linie, mhm, ob das dann, sag ich mal, ob das dann mittig ist. Und ich finde es eigentlich schön. Kannst du zeigen? Ich finde es gut. Ja, ich finde es auch gut. Ja? Ja. Gut. Lassen wir es so. Willst du deine Zwillingsschwester fragen? Gut. Mhm. Gut. Spürt ihr auch so gegenseitig Schmerzen? Das nicht, das ist übertrieben. Manche behaupten das. Also, ich würde sagen, Gefühle schon eher, aber es Schmerzen so nicht. Nee, aber Gefühle schon. Aber viele haben mit ihrer besten Freundin so das sagen, wenn sie denken, oh, da geht es heute nicht gut, du rufst an, sagst, oh, was ist los bitte, oder du sagst, geht's dir nicht, na, mir geht's nicht gut. Also, man, so ein bisschen telepathische Verbindungen gibt es ja auch bei Menschen, bei engen Befreundeten oft. Ja. Ja. Habt ihr das auch, würdet ihr sagen? Also. Ja, ich meine, sie fühlt also, immer, wenn es mir schlecht geht. Ja. Das schon. Ja, das schon. Aber kein Schmerz. Das nicht, aber wenn es dir schlecht geht, dann spürt sie das. Ja, schon. Auf jeden Fall. Andersrum nicht. Du bist dir wurscht, schon. Ich weiß nicht, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es mit mir stärker ausgeprägt. Ja, kann durchaus sein. Also, und zumachen? Ich würde es lassen. Mhm. Ja, passt. Gut. Also, starten. Stechen wir. Ich werde dir eine etwas längere Labret-Variante lassen. Mhm. Und zwar 12 mm. Okay. Weil deine Lippe eh schön voll ist und wenn ich jetzt da einen zu kurzen Stab nehmen würde, zum Beispiel einen Zehner, dann schwillt die Lippe natürlich an, dann ist es hoffnungslos zu eng. Okay. Es gibt sogar noch einen 14er Stab. Allerdings, da mit dem bist du eher gequält. Bist du aus Wien? Oder ihr? Wo seid ihr her? Irgendwo, da ist eh nicht so weit. Was heißt nicht so weit? Ja, wir sind eher in der Stadt. Ja. Okay. Weil es geht mir darum, ich kann dir natürlich jetzt einen 14er Stab geben. Mhm. Nur, wenn die Lippe nicht mega anschwillt, dann wirst du mit dem Stab sehr verrückt, weil der ist dann wirklich sehr lang und dann denkst, dann beißt du halt noch mehr drauf. Meine ehrliche Meinung ist, ich mache das ja nicht erst seit gestern in den 12er. Mhm. Wenn es wirklich zu stark anschwillt, kommst du vorbei, dann können wir immer noch einen längeren Stab ein. Wenn du nicht jetzt 10 Stunden im Auto weg wohnst, dann würde ich das so machen. Ja? Gut, dann tun wir mal alles auspacken und du bleibst deine 3 mm Kugel ohne Stein, das heißt, die ist dann recht klein. Genau. Zeig ich dir mal kurz. Wenn wir das dann alles soweit fertig haben, dann stechen wir das Ganze. So, wie kam denn auf uns? Also, ich habe zuerst Piercer Wien gegoogelt. Cool. Ja. Cool. Ja, alles gut. Ja, Piercer Wien? Ja, und dann habe ich eine sozusagen gute Piercer gegoogelt und dann habe ich das mehrmals gelesen, also das Piercing-Studio. Mhm. Und dann habe ich einfach zufällig auf YouTube Labrett Piercing, oder Labrett, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm, Labrett, ja. Man kann beides sagen. Okay. Und dann bin ich einfach auf das Video zugestoßen. Also es gibt ja ein paar Videos. Und die habe ich mir angeschaut. 100? Ja, also ich meine auch. Zu Labret, ja klar. Also zu Labret gibt es viele, aber zu mittigen Labret, in der Mitte gibt es dann wieder doch nicht mehr so viele. Genau. Ja, das stimmt schon. Genau. Das ist eigentlich. Und dann ja, habe ich mir angeschaut, hey, das ist ja genau das, was ich gesehen habe. Und dann dachte ich mir, ja, gut, da habe ich einen Termin. Perfekt, sehr schön. So soll es sein. Aber da waren wahrscheinlich noch einige Videos von unten im alten Studio, ne? Mhm. Das neue gibt es da mittlerweile bald ein Jahr, aber klar, wir hatten die ersten Zeit, haben wir alles unten aufgenommen. Ja. Haben wir alles umgebaut. Aber auch unten ist alles umgebaut. Mittlerweile alles komplett neuer Look bei uns hier. So, meine Liebe, dann gehen wir los. Du kannst jetzt das Video anschalten. Mhm. Wenn du möchtest. Ja. So. Keine Angst haben. Mhm. So, Dali. Einfach so bleiben. So. Ganz klar. Du jetzt die leicht festhalten an der Lippe. Und dann stecken wir schon durch. Das war's schon. Und war's schlimm? Na, gar nicht. Ich wüsste wahrscheinlich nichts mehr. Eins hatten wir hier gefilmt. Ja, überall mit Kameras um mich rum. Der VW Brad Pitt, du. So. Dann sind wir eigentlich fast fertig.
Mund zumachen. Wie fühlt sich damit? Gut? Gut, ja. So irgendwie weh? Nee. Geht? Super. Das sieht auch sehr schön aus. Fällt mal gut. Ich zeig's dir im Spiegel. Mhm. Wow. So. Jetzt hab ich hier den Schlüssel. Schön? Ja, schön. Schön mit dich auch. Ja, das war die größte Sorge. Das ist auch eine ganz berechtigte Sorge, weil was ich da alles teilweise sehe, was nicht mittig ist, und ich bin da, also mich macht das verrückt, ja, wenn es nicht mittig ist. Das ist, da werde ich echt fuchsig. Ja. Das wollte ich auch gucken. Das ist, ja, ist so wichtig, weil also letztlich brauchst du ein gutes Augenmaß auch. Ja. Aber das, nee, ich finde es gut, steht dir gut. Was passieren wird, die Lippe schwillt an? Wenn die Lippe anschwillt, die schwillt natürlich nicht symmetrisch an. Also das kann sein, dass die linke Seite dicker wird als die rechte. Dann wird der Stab ein bisschen mal gewissermaßen nach links oder rechts gedrückt. Bitte in der nächsten Zeit, wenn es jetzt schief aussieht, nicht verrückt machen. Das ist absolut normal. Das wird auch, wenn wieder alles weg ist, die Schwellung wieder zurückgegangen ist, wieder vernünftiger normal werden. Also bitte da keine Panik kriegen. Gut. Das war mal alles. Dann erkläre ich mal die Pflege noch. Ich kenne es vielleicht schon aus einem oder anderen Video. Ich würde dir empfehlen, du brauchst jetzt Spray und Gel und Pantelin. Erster Schritt ist Hände waschen, Hände desinfizieren. Ja. Wenn du die Hände desinfiziert und gewaschen hast, nimmst du den Pantelin Spray. Sprühe dir da bitte einfach außen drauf auf die Lippe. Den Spray lass ihn einwirken, so 30 Sekunden. Das brauchen wir für die antibakterielle Wirkung. Danach nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht. Und wischt einfach drumherum das Piercing sauber. Mhm. Bitte keine Wattestäbchen oder Klopapier nehmen, das würde nämlich fusseln. Kosmetiktuch geht auch, oder? Ich würde mir eine, oder? Oder meinst du, ach, du meinst so ein Kleenex, so ein Kosmetiktuch? Ja, die gehen. Okay. Es gibt auch Kosmetiktuch, die mit so Flüssigkeit sind, das nicht. Ja. Aber normales Kleenex geht, das kannst du auch, das feucht machen mit dem Spray. Putzt einfach das Piercing außen ab. Mhm. Danach nehmen wir Pondelin-Gel. Vom Pondelin-Gel einen Tropfen nehmen, diesen Tropfen auftupfen und den Stab vorne zurückbewegen. Das heißt, du hast jetzt gesprüht, mit der Küchenrolle gereinigt, dann das Gel drauf getan, das bisschen bewegt, fertig. Im Mund drin, Zähne gründlich putzen. Mhm. Nach dem Zähneputzen eine Minute lang Mund ausspülen, da ist ein Messbecher dabei, 20 Milliliter reichen ungefähr aus. Gut spülen, manche nehmen auch noch 15 oder 10, das ist, hängt vom Mundvolumen ab. Eine Minute lang spülen und dann einmal ausspülen. Nicht mit Wasser nachtrinken, sondern lass den Wirkstoff kurz im Mund drin. Drei Wochen zweimal am Tag und dann noch drei Wochen einmal am Tag. Wir sehen uns wahrscheinlich in 3 bis 4 Wochen. Okay. Dann gebe ich dir schon frei und sage zu dir, pass auf, das brauchst du nichts mehr. Spülen als Beispiel, ich sage, spülen noch weiter, das entscheide ich dann. Mhm. Wenn ich sehe, wie es frei ist, bis wir uns sehen, machst du es bitte so. Okay. Ringe, sage ich dir ehrlich, werden wahrscheinlich eher so in 2-3 Monaten was. Mhm. Ich würde nach 6-7 Wochen, also nach 4 Wochen, wenn du kommst zum Wechseln, nur einen Stecker wechseln, kürzer. Mhm. Die Ringe würde ich mir wirklich noch ein bisschen hinten anstellen. Okay. Weil zu schnell klappt meistens nicht. Gut. Fragen? Mhm. Solarium darf bei Zaun und Schwimmen gehen, 3 Wochen verboten. Ja. Haare waschen, duschen und Sport ab morgen. Mhm. Haare färben machst du eh nicht. Mhm. Essen trinken, Milchprodukte weglassen, die nicht pasteurisiert sind. Die normalen Milchprodukte darfst du, rauchen tust du eh nicht. Ja. Und einen Schluck Alkohol darfst du nur noch. Wäre nicht schlimm, nur Wodka stampfen oder sonst. Also pure Sachen, so harte Sachen wie die letzten 3 Tage. Passt, aber ich gebe das alles schriftlich nochmal mit. Gut, darf ich das mitgeben? Ja, bitte. Ja. Das war's. Dann sage ich mal danke dem Zwilling Nummer 1. Und dann machen wir gleich mit dir weiter. Gibt es ein eigenes Video, wo ihr dann zuschauen könnt, wie wir jetzt ein Nasenpiercing stechen. Vielleicht schaltet man es doch noch um in der letzten Sekunde. Nein, ich glaube es nicht, sieht man beim Nasenpiercing. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Filmen lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.